Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch etwas teilen, wo ich gar nicht so genau weiß, ob ihr das überhaupt kennt oder ob das eine regionale Sache bei uns hier oben im Norden Deutschlands ist. Und zwar ist es bei uns so, dass wenn man das erste Mal bei jemandem zu Besuch kommt, der zu Hause ausgezogen ist, umgezogen ist, wo ein Paar neu zusammengezogen ist oder die ein Haus gebaut haben, halt immer mit einem Wohnungswechsel verbunden, schenkt man bei uns Brot, Salz und Cents, also ein Cent. Das ist, finde ich, eine ganz schöne Tradition. Und zwar ist der Ursprung des Ganzen die Überlegung, dass man sagt, die Dinge, die man schenkt, soll niemals ausgehen. Das heißt, Brot steht eben für Essen, Salz steht für Salz und der Cent steht eben für Geld. Dass es keine Geld- und Ernährungsprobleme in dem Haushalt gibt. Der Brauch ist schon sehr alt, dementsprechend ist der auf diese Dinge reduziert, weil das eben schon irgendwie das Wesentliche ist. Und wir sind jetzt eingeladen, eben zu besagter Situation, dass jemand bei uns im Freundeskreis gebaut hat und wir das erste Mal nach Einzug in das Haus kommen. Und dafür möchte ich euch jetzt eben eine Möglichkeit zeigen, wie man diese drei Dinge hübsch verpacken kann. Und sozusagen ist das meine Winter Edition von diesem Brauch. Normalerweise macht man das auf einem Holzbrett. Ein Brötchen, ein altes, also irgendwas, was trocken ist und nicht schimmelt. Oder was sehr frisch ist, was die Leute noch essen können. Aber eigentlich ist das schon eher zum Hinstellen gedacht. Also irgendein getrocknetes Brötchen, trockene Scheibe Brot oder sowas in die Richtung. Ein kleines Säckchen oder Gläschen oder ein Salzstreuer mit Salz. Und eben ein Cent liegen auf diesem Brett und das bringt man dann mit. Was ein bisschen doof an dieser Variante ist, dass das vollstaubt. Deswegen zeige ich euch heute, wie das Ganze aussehen kann, damit es nicht vollstaubt. Und zwar braucht ihr dafür folgende Dinge. Einmal ein Einwegglas, da langt auch tatsächlich so ein kleines. Dann brauchen wir natürlich Salz. Ich nehme immer ganz gerne lieber grobes Salz, finde ich irgendwie hübscher. Dann nehme ich kein Brot, sondern ich nehme Zwieback dafür. Der ist ja schon trocken. Dann brauchen wir Kleingeld, im Normalfall Cents oder 1 Cent. Dann braucht man für meine Variante noch irgendein hübsches, sehr schmales, aber stabiles Band. Eine Schere, Tesafilm oder doppelseitiges Klebeband. Und um das Ganze nachher hübsch zu machen, eine Serviette in der Farbe eurer Wahl. Und so geht das Ganze. Also, wir fangen mit diesen Komponenten an und bereiten die erstmal vor. Und zwar nehme ich dafür einfach, weil ich es hübscher finde, ihr könnt natürlich auch einfach immer nur einen nehmen, aber ich nehme immer zwei und klebe die zusammen und habe dann in der Mitte das Band. Dafür schneiden wir hier erstmal jetzt den Knoten raus. Und dann langt tatsächlich auch Streifen, die so ungefähr bis zur Hälfte vom Glas gehen. Also vielleicht so lang. Das ist auch völlig nach Gefühl. Ihr könnt die auch im Nachhinein noch einkürzen. Und die müssen auch nicht alle gleich lang sein. Ihr könnt sie natürlich erstmal alle gleich lang machen. Aber das müsst ihr nicht. Ja, jetzt machen wir aus dem Tesafilm ein Röllchen. Und das, weil die sind ja nicht so groß, schneiden wir einmal in der Mitte durch. Und dann kleben wir das so auf den Cent drauf.
So. Das hat für mich ästhetische Gründe. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Und zwar möchte ich am Ende, dass die richtig rumhängen. Das heißt, dass die 1 auch gerade nach oben zeigt. Das heißt, ich gucke jetzt, wo ist die 1 und dann mache ich den dahinter, drücke ich den so aufs Tesafilm rauf. Dann sieht das Ganze so aus. Dann nehme ich mir einen zweiten und den drehe ich jetzt so rum, dass die Armblattseite nach oben zeigt. Das heißt, ich klebe ihn so zusammen, dass er aussieht, als ob es nur einer wäre. Und dann drücken wir das Ganze zusammen. So. Und davon machen wir jetzt 4 Stück. So, so sehen die jetzt aus, wenn sie fertig sind. Baumeln sie eben so da dran. Und das Glas sollte möglichst natürlich sauber sein. Und dann befüllen wir es so ungefähr einen Finger breit mit Salz. Ist natürlich Geschmackssache, wie viel ihr da jetzt reinmacht. Aber macht noch nicht so viel rein, wie ihr schlussendlich reinmachen wollt. Weil wir brauchen auch noch ein bisschen was, was wir nachher raufkippen können, wenn der Zwieback da drin ist. So, das langt erstmal. Das ist erstmal nur, damit der Zwieback ein bisschen Untergrund hat, damit er hält. Und aus dem Zwieback machen wir jetzt im Prinzip Berge. Den bröseln wir uns jetzt so ein bisschen zurecht. Und dann kommt er in das Glas. Die 3 hier nehme ich jetzt. Das kommt beiseite. So, und dann kommen die in das Glas rein. Okay, kleine Planänderung. Ich nehme nur 2 Teile. Mit dem dritten wird mir das zu uselig da drin. So sieht das jetzt aus. Ich kippe jetzt noch ein bisschen mehr Salz drauf. Jetzt müsst ihr natürlich beim Kippen ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr das nicht komplett begrabt. Aber so eben auch, dass es stabil eingefasst ist. So zum Beispiel. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt brauchen wir den Deckel und unsere 4 Cents und wieder das Tesafilm. Und zwar machen wir jetzt im Prinzip die Cents oben im Deckel fest. Dafür nehmen wir wieder so eine Rolle, wie wir sie eben schon hatten, in den Deckel. So, und jetzt könnt ihr das natürlich mit der Pinzette machen oder mit den Fingern. Und drückt die einzelnen Bänder fest. Ja, ihr könnt auch einen Knoten machen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Drückt dann mit der Pinzette den Knoten fest. Und das macht ihr jetzt eben mit allen 4. Beim doppelseitigen Klebeband ist das natürlich davon abhängig, was für Klebeband ihr habt. Aber beim Tesafilm würde ich euch empfehlen, definitiv noch mindestens einen Streifen drüber zu kleben. Eher noch 2, 3 mehr, um das Ganze wirklich gut zu befestigen. Damit das dann nicht während des Transports oder während es bei den Menschen steht, denen ihr es geschenkt habt, dann auseinanderfällt. Das wäre sehr ärgerlich. Und so könnt ihr dann eben auch noch ein bisschen die Höhe variieren, wo die Cents denn eben hängen sollen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt braucht ihr das einfach nur noch da reinzuschrauben. Und dann hängen sie da und klimpern vor sich hin. Und jetzt kommt noch zum Schluss die Serviette. Und entweder ein Gummiband oder das restliche Band von dem, womit ihr das festgemacht habt, zum Einsatz. Und dafür schneiden wir uns aus der Serviette
ein Stück raus. Ungefähr so bei meiner Glasgröße, so 12×12. Muss auch nicht ganz gerade sein. Wichtig ist nur, wenn ihr es drauf legt, dass es, wenn ihr so rumgreift, das ist jetzt noch fast ein bisschen zu lang, weil man jetzt die Cent gar nicht mehr richtig sehen kann, dass es über die Kante vom Deckel geht. Das ist das Einzige, damit das Gummiband es zum Fassen kriegt. Ich kürze das noch ein Stück ein und dann machen wir das fest. So sollte das jetzt. Ich nehme jetzt einfach ein Stück Band. Das ist ziemlich egal. Ihr könnt auch mit dem Gummiband, das ist natürlich am einfachsten. Und sieht auch gut aus. Also das ist nur eigentlich egal. Ein Knoten ans Band, also so einen einfachen, halt den fest und dann mache ich das wie so ein, ja, im Prinzip wie ein Gummiband darüber. So. Ist ein bisschen Fridolin, das ist mit dem Gummiband natürlich einfacher. Ihr könnt es auch erstmal so festhalten, so sieht es dann aus. Lege ich das Band dann drüber und dann zieht ihr das so fest. Und dann ist eben nur wichtig, dass ihr mit dem Band unterhalb vom Deckel seid. Dann könnt ihr das so festziehen und dann natürlich noch so ein bisschen so zurecht zupfen, sodass es dann auch mittig ist und hübsch aussieht. Aber das, denke ich, kriegt ihr alle hin. So, dann ziehen wir das Band noch ein bisschen fester. Machen noch eine nette Schleife da rein. Und dann sind wir auch schon fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Und es ist im Prinzip ja egal, aus welcher Richtung ihr guckt. Ihr könnt immer im Normalfall alles sehen. Und dann kann man es so ganz nett hinstellen. Ich drehe das mal. Ich denke mal, so ist ganz nett als Frontansicht. Und ja, ich finde die Idee sehr niedlich. Und den Brauch dahinter eben super schön. Deswegen wollte ich das Ganze mit euch teilen. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal.